Die Heide Wurterkamp ist aus Zittau und sie arbeitet wirklich aktiv in ihrer Gemeinde mit, in der Zittauer Elim-Gemeinde, ist das so? Ja. Und ist Leitungsmitglied der Frauenregionalleitung in Sachsen. Und ich denke, dass er sich noch ein Stück mit eigenen Worten vorstellt. Und das Thema habt ihr sicher alle auf der Einladung gelesen: Vergebung, Gefühl oder Entscheidung. Und ich bin richtig gespannt, was die Heide uns da zu sagen hat. Und ich denke, die hat dort uns wirklich sehr viel dazu zu sagen. Und ich freue mich und wünsche mir jetzt wirklich einen offenen Himmel und dass wirklich jeder das für sich mitnehmen kann, was Gott auch will, dass das in unsere Herzen fällt. Ich wünsche dir Gottes Segen jetzt auch für deinen Danke. Vortrag und wir freuen uns drauf. Danke. Ja, herzlich willkommen nochmal von mir. Ich freue mich über die Runde hier und es ist echt schön, so die Atmosphäre jetzt auch mitzubekommen. Und es ist Frühling. Ich freue mich und danke sehr für auch die Tischdeko, die hier so gemacht worden ist und für all das leckere Essen. Herzlichen Dank an alle Helfer. Ja, die Ruth hat mich ja schon kurz vorgestellt. Ich selber spreche meinen Nachnamen ein bisschen anders aus. Also wir machen es deutsch. Ich bin Heide Wurterkamp. Mein Mann kommt gebürtig aus Niedersachsen und da stammt der Name her. Ich selber komme aus Zittau, bin in Zittau geboren, in Zittau groß geworden. Bin seit 2000 Mitglied in der Zittauer Elim-Gemeinde, also christliches Gemeindezentrum Elim. Und bin hauptsächlich auch so von der Begabung her im Bereich der Seelsorge bei uns in der Gemeinde unterwegs, habe da doch einige Fortbildungen gemacht, darf beruflich auch in dem Bereich arbeiten. Ich bin seit 26 Jahren jetzt im öffentlichen Dienst, erst im Arbeitsamt, jetzt seit 2005 in einem Jobcenter und darf mit Jugendlichen arbeiten, die einfach auch viele Nöte haben. Also meine Arbeit, bin zwar Behörde, nenne mich Fallmanager, aber beinhaltet doch ganz viel auch von dem zu gucken mit den Jugendlichen, wie kann es besser gehen. Und das ist so mein Anliegen, also auch für mich selbst. Bin 51, bin verheiratet, wir haben leider keine eigenen Kinder bekommen, aber ich habe viele geistliche Kinder und Jugendliche durch vor allen Dingen Jugendarbeit, die ich in der Gemeinde gemacht habe, auch aktuell noch mache. Und was mir auch Spaß macht. Also ich darf so das, was meins ist, mit jungen Leuten hauptsächlich auch zusammen zu sein, machen, in der Arbeit, in der Gemeindearbeit, überall. Und ja, seit 2 Jahren jetzt auch anderthalb Jahren in der regionalen Frauenleitung das Vertrauen bekommen. Und es macht mir auch da viel Spaß. Und auch dort ist so das Thema, was mich bewegt, immer wieder auch, dass wir selbst gut mit uns umgehen. Das ist so eigentlich mein Hauptthema, mit dem ich da auch unterwegs bin, uns zu ermutigen, als Frauen, die in, ja, wahrscheinlich jetzt überwiegend auch im Gemeindeleben, in dem geistlichen Leben stehen, aber überhaupt auch als Frauen gut mit uns umzugehen. Und das Thema heute, Vergebung, Gefühl oder Entscheidung. Ja, wem nutzt es, die Vergebung? Fand ich ein sehr spannendes Thema, hat sehr, sehr viel Bezug zu meinem eigenen Leben, kommt also aus der Praxis, weil ich buchstabiert, überhaupt Vergebung zu lernen, unter dem Aspekt, wie Vergebung gemeint ist. Was ist das? Wir haben oft eine ganz falsche Vorstellung, hatte ich auch immer, und die ereilt mich auch heute manchmal noch. Und das Zweite ist, was sind wirklich die guten Folgen von Vergebung? Also, wo führt es hin? Ich komme, Zittau liegt ja in der Oberlausitz. Meine Eltern sind aber keine gebürtigen Oberlausitzer, also ich kann es nie wirklich. Aber bei uns gibt es so den Spruch, vergaben kann ich es, aber vergassen kann ich es doch nicht. So. Ich denke, der ist bekannt, der Spruch. Hat für mich immer so einen Aspekt, da bleibt ein Stachel. Ja, wenn man das ausspricht, da ist so ein Stück Bitterkeit drin. Und ich habe lange Zeit, muss mal die Uhr beiseite legen, so legen, dass ich es auch sehen kann. Ich habe lange Zeit
Wirklich. Gerade in den Fällen, wo ich wusste, ich bin nicht schuld, wirklich auch immer gedacht, warum soll ich jetzt als Erste gehen? Warum? Warum kommt hier der andere? Ich glaube, er nickt so. Darf ich ihr sagen? Jetzt, ja, gut. Ihr nickt, ist bekannt, so dieses Gefühl, ne? Da ist man nun wirklich mal nie schuld und man ist aufgefordert zu vergeben. Es hat eine große Wirkung. Und wichtig ist mir so, ich stelle es gleich mal vorab, der Satz vergeben heißt eben nicht vergessen. Das so als ganz Wichtiges vorneweg. Vergeben heißt eigentlich loslassen. Vergeben heißt freisprechen. Auch wieder so ein Ding, auch so ein Reizwort. Spreche ich den anderen frei, der hat doch aber Mist gemacht. Wenn man mal so an manche Dinge denkt. Ne? Ich komme im Verlauf jetzt dessen, was ich erzähle, noch dahin. Aber es heißt loslassen. Das heißt, den anderen freigeben und mich selbst in Freiheit setzen. Ganz spannende Geschichte. Wie kann ich das machen? Manchmal weiß man ja so, also ich mal so ein Beispiel, es latscht in jemand auf den Fuß. Der hat es einfach nicht gesehen. Ich stand im Weg und jetzt kann ja in mir was losgehen, ne? Macht der das oder macht die das schon wieder? War letzte Woche erst. Und dann geht so eine Gedankenkette los. Fakt ist aber wahrscheinlich, dass derjenige, dem das passiert ist, der mir auf den Fuß getreten ist, es gar nicht gemerkt hat. Der war irgendwo im Gespräch, der war irgendwo in Rage. Ich kann mich jetzt entscheiden, zu sagen, also das ist jetzt das fünfte Mal in weiß ich nie, wie viel Zeit und was hat die oder der gegen mich und. Oder ich kann mich in dem Fall sofort entscheiden, das hat er nie gewollt, vergeben und vergessen. Weil es ist eine ganz, ganz große Spanne in diesem Vergeben drin. Es gibt Fälle, wo man wirklich sofort sagen kann, ist verziehen. Und spannend finde ich immer, ist, dass das gar nicht mit, also dass ich nie zu demjenigen hingehe und sage, ich verzeihe dir, weil der weiß ja eventuell gar nicht. Und so oft ist das im Leben, dass uns jemand verletzt in irgendeiner Art und Weise, der überhaupt nie weiß, dass er es gerade getan hat. Eine dumme Bemerkung, ein komischer Blick, er nickt. Und man fühlt sich von einer Sekunde auf die andere, oh, der hat mir wehgetan, die hat mir jetzt wehgetan. Das tut weh, warum, weiß man gar nicht, aber es tut weh. Und wir sind Menschen und sofort geht irgendwo was gegen denjenigen in uns los. Die hat, der hat. Kennt ihr, ne? Und wenn man das dann so kultiviert, kann man da ganz schön was aufbauen in sich. Und das einzige Ergebnis, was ich in meinem persönlichen Leben gemerkt habe, ist, dass man sich selbst unglaublich behindert damit. Dass man selber keine Freude mehr dann hat, dass sobald man denjenigen sieht, ist irgendwo eine Grenze dazwischen. Es ist, man ärgert sich, also ich ärgere mich dann auch oft, weil eigentlich gab es da mal eine gute Beziehung und durch irgendwas ganz Blödes ist es reingekommen, dass das nicht mehr funktioniert, man fühlt sich nicht mehr wohl in der Gegenwart anderer, kommt ja auch vor, selbst in Gemeinden kommt das vor, ne? Selbst wenn man vielleicht dann sonntags zueinander kommt und es steht irgend sowas zwischen einem, es geht nicht mehr. Ne? Wir sind Menschen und man spürt, man kann nicht mehr, höchstens noch so mit so einem Grins sich begegnen, wo man so die Mundwinkel nach oben zieht, aber es kommt nicht mehr von innen. Es ist einfach nicht mehr echt. Ne? Und man steht ziemlich hilflos da damit. Und ich glaube, es geht jeder Frau so und es geht auch den meisten Männern so. Es ist ja kein Frauenthema. Vergebung ist ja ein Thema für alle Menschen. Wir Frauen sind nur ein bisschen mehr dabei und ganz anders dabei als die Männer, diese Dinge innerlich in uns dann
groß werden zu lassen, diese Gedankenketten, diese Schleifen, wo sich dann immer mehr ansammelt, was mit dem, mit der eigentlichen Auslöser der Verletzung gar nichts zu tun hatte. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht so Gelegenheiten vor Augen habt, wo man dann immer noch mehr drauf packt, wenn man über denjenigen oder diejenige nachdenkt, wo man mal eine Verletzung erlitten hat. Im Thema heißt Vergebung, Gefühl oder Entscheidung? Fragezeichen. Es gab so Zeiten, wo ich gedacht habe, naja, wenn mir dann danach ist, kann ich ja jemanden mal vergeben. Es wird ja gelehrt, die Vergebung, also man weiß ein bisschen was darüber. Aber wie es so richtig läuft, wusste ich eigentlich viele Jahre lang nicht. Und dann war immer so, ja, wenn ich innerlich bereit bin, dann kann ich das ja mal probieren mit der Vergebung. Das stimmt und stimmt auch nicht. Vergebung ist ein Lebensstil. Vergebung ist immer eine Frage der Entscheidung. Und deswegen habe ich so von, na, es gibt diese große Bandbreite von Verletzungen. Es gibt die Verletzungen, es hat dich jemand gerempelt, es hat dich jemand nicht gegrüßt. Es ist jemand eilig an dir vorbeigelaufen, also diese Kleinigkeiten. Und derjenige hat es nicht gemerkt, der weiß es gar nicht. Dort habe ich die Möglichkeit, wirklich zu sagen, stopp, der meint gar nicht mich. Es hat mich jetzt verletzt, also das schon so auch zu sagen, also sich selbst auch einzugestehen, es hat mich gerade verletzt. Nie zu sagen, ach, ist nicht so schlimm, ne, sondern dieses ja. Ich bin verletzt. Wenn ich Glück habe, weiß ich auch warum. Manchmal weiß ich es einfach nicht. Ich spüre nur, meine gute Laune ist schlagartig den Bach runter. Dort habe ich die Möglichkeit, in diesen Kleinigkeiten wirklich auch sofort zu vergeben. Gerade weil die Person ja in der Regel eben nicht weiß, was sie mir gerade angetan hat. Es gibt aber die vielen anderen Verletzungen im Leben, die vielleicht länger zurückliegen, langwieriger sind. Dinge, die uns angetan wurden. Ihr seid jetzt hier auch viele ältere Geschwister, aber ich glaube, es ist wirklich viel, es betrifft immer irgendwie jeden, dass wir Dinge haben, die in unserem Leben einfach passiert sind, in unserer Lebensgeschichte auch passiert sind, wo wir verletzt worden sind. Und dort gilt das gleiche Prinzip, Vergebung ist eine Entscheidung. Und jetzt kommt das Aber, deswegen habe ich gesagt, es ist ein großer Bogen, dass ich wirklich gut mit mir umgehe, bedarf es wirklich, dass ich es mir angucke, was hat mich verletzt. Das also auch ausspreche, wer ist an mir schuldig geworden. Überhaupt erstmal, manchmal muss ich vielleicht gucken, manchmal brauche ich vielleicht auch Hilfe, seelsorgerliche Hilfe. Wenn ich merke, es gibt irgendwas in meinem Leben, was mich total blockiert, wenn ich merke, es gibt Menschen, auf die ich vielleicht sogar einen Hass habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Gefühle von Hass. Ich in meinem Leben habe sie erlebt. Habe dann immer gedacht, das darf ich gar nicht. Es gehört sich nie, wenn ich Christ bin. Ja, irgendwo liest man seine Bibel manchmal auch ziemlich falsch dann oder hat was Falsches verinnerlicht. Ich soll und darf und muss mir dann auch angucken, was hat mich verletzt. Und die Gefühle, also den Schmerz, das ist ja immer eine Verletzung. Wenn man so dran denkt, wenn man als Kind hingeflogen ist, das Knie aufgeschrammt, hat unglaublich wehgetan. Dann kam Jod drauf, also in meiner Kindheit war ich wahrscheinlich auch, hat noch mehr wehgetan, weil es sauber werden musste. Und dann hat es gedauert. Wenn es dumm kam, ist es nochmal geeitert. Dann irgendwann kam ein Grind drauf. Manchmal ist es nochmal wieder drunter geeitert. Also es ist ein längerer Prozess, so eine Wunde. Von der Ursache bis dann tatsächlich, wenn man ganz viel Glück hatte, keine Narbe geblieben ist. Bis wieder
der ursprüngliche Zustand hergestellt wurde. Und wir sind oder wir werden ständig verletzt. Durch andere Menschen auch. Wir sind Menschen, wir verletzen andere auch immerzu und wir werden verletzt. Schon dadurch, dass wir miteinander zu tun haben. Und das sind manchmal so die Kleinigkeiten auch, die uns in den Verletzungszustand versetzen. Aber die haben tiefe, tiefe Auswirkungen, diese Verletzungen. Gedanken, Gefühle. Und das dann wirklich im Herzen so Groll, Wut und ja, das Schwierigste, was ich immer finde, ist dann, wenn Bitterkeit sich dann breit macht, wenn das anfängt. Dass man so resigniert. Ja. Und das ist real, ne? Verletzungen erleiden wir täglich in irgendeiner Art und Weise und sie sind real. Aber wir haben es selbst in der Hand, diese Entscheidung zu treffen, zu vergeben, wenn wir uns das, was die Ursache war, angeguckt haben. Und da gibt es eben schnelle Entscheidungen, die wir um unserer selbst willen treffen und dann die Entscheidungen, die vielleicht auch manchmal ein bisschen länger dauern. Verletzungen in unserer Seele lassen sich mit einem Dorn vergleichen, der unter der Haut steckt. Solange der Dorn noch steckt, schmerzt jede Berührung. Es tut weh, wenn man so dran denkt, wenn man da mal was unter der Haut hat. Und Heilung ist nicht möglich. Und Vergebung auszusprechen heißt, den Stachel, den Dorn, der da drin ist, zu entfernen. Und damit wäre es dann die Ursache der Verletzung weg. Jetzt kommt aber was sehr Entscheidendes, was dann, als ich das begriffen habe, für mich auch das Thema Vergebung dann besser handelbar war. Wenn wir jemandem vergeben, heißt es aber nicht, dass das, was er verkehrt gemacht hat oder uns angetan hat oder wie auch immer, ne, für richtig erklärt wird. Weil ich hatte oft so ein Denken, naja, wenn ich vergebe, dann ist das, was der andere gemacht hat, ja nie so schlimm gewesen. Ich habe es ja vergeben. Nee, Vergebung heißt, also es bedeutet nicht, dass man Verkehrtes für richtig erklärt oder gut heißt. Es heißt nur, dass man etwas loslässt. Wir sind selber ja nicht Richter. Gott allein ist derjenige, der uns selbst eines Tages richten wird und jeden anderen Menschen richten wird. Das heißt, wir haben, selbst wenn uns Schmerz und Verletzungen angetan wurden, ja nicht, sind ja nicht auf der Erde, um das in irgendeiner Weise zu richten. Wir tun es aber gerne. Also ich merke das auch, weil man hat es ja so in sich. Meine Meinung und wie ich die Sache sehe und wie der andere die sieht, nee. So, und in dem Moment sind wir ja schon dabei, auch zu richten, zu werten und auch zu richten oftmals. Und Vergebung ist dann eine gute Sache, immer wieder auch klar zu machen, ich habe das in der Hand, jemandem etwas zu vergeben, mich zu entscheiden und das auch auszusprechen. Und es bedeutet aber in keiner Weise, dass die Schuld des anderen dadurch plötzlich nicht mehr da ist. Sie ist noch da und derjenige muss sich selbst dafür eines Tages rechtfertigen vor unserem Schöpfer. Das war für mich etwas sehr, sehr Bahnbrechendes zu dem Thema. Ja, es kann doch möglich sein, dass ich vergebe und dass ich vor allen Dingen auch der Erste bin. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, jemand hat mir was angetan und jetzt ich soll, warum ich schon wieder? Ja, weil Vergebung in der Regel nichts damit zu tun hat, darauf zu warten, dass der mich verletzt hat, kommt und um Vergebung bittet. Das ist was anderes. Das passiert und das sind wirklich so Highlights, das sind Sternstunden, wenn so etwas passiert, dass Menschen, die uns verletzt haben, von sich aus auf uns zukommen und um Vergebung bitten.
Ich habe das mal in einer Sache in meinem Leben erlebt und da habe ich wirklich gedacht, das ist im Moment ein Stück Himmel auf Erden. In aller Regel erleben wir es so nicht. Gerade auch bei den ganz schlimmen Sachen nicht, die wir an Verletzungen erlebt haben, die uns aber irgendwo bedrücken, belasten. Da erleben wir häufiger dann, dass wir, also aus meinem Leben, ich bin ein Scheidungskind, war 8 Jahre alt, als die Ehe meiner Eltern geschieden wurde. Und es war sehr, sehr schwierig. Und ich habe sehr gelitten, dass mein Vater dann den Kontakt auch so nicht wollte mit uns. Also aus welchen Gründen, ich weiß es bis heute nicht. Er ist jetzt vor Ende Februar ist er gestorben. Also ich weiß, ich werde es auch nicht mehr rauskriegen. Aber ich habe mal versucht, es rauszubekommen und bin dort mörderlich mit ihm zusammengerannt. Ich war dann noch verletzter und noch enttäuschter. Ich war junge Frau, ich war Studentin und hatte ihn mal besucht und wollte es gerne wissen. Einfach, ich wollte ihm klar machen, er hat mich verletzt durch sein Verhalten als Kind. Ne? Es war ihm nicht möglich, auch da irgendetwas davon nur zu sehen. Er hatte eine andere Sicht. Damals habe ich gesagt, Schluss, aus, das war's, wie wir oft so sind, dass wir dann sagen, dann die Brücken abbrechen, ich halte das nicht mehr aus, es war schon eine sehr krasse Sache. Es macht uns aber nicht, also es hat mich nicht frei gemacht, sondern es blieb stecken, dieser Stachel blieb stecken, es war nicht geklärt. Ich wusste, als kleines Kind ist man nie schuld und dann war ich 20 und habe es probiert, es hat nie geklappt und jetzt ist Feierabend. Und genau dort setzt aber das Thema Vergebung von Gott her an, dass er es eben anders meint und anders sieht mit uns. Und das ist auch ein sehr spannendes Kapitel, weil es bedeutet, gerade viele, ganz viele, wenn man in Familiengeschichten guckt, haben Verletzungen aus der Kindheit und jetzt vielleicht jeder hier am Tisch, irgendwo wird ihm was einfallen, was vielleicht bis heute nie geklärt ist. Manchmal sind diejenigen, die einen verletzt haben, vielleicht auch schon tot. Ja, wenn es die Eltern waren, Familien oder wie auch immer. Und dort ist das Erstaunliche, dass dennoch Heilung möglich ist. Und es hat in dem Moment nur noch etwas mit mir und zu tun. Und wenn ich den Segen und die Gnade habe, dass ich glauben kann, also dass ich jemand bin, der an Gott glaubt, an Jesus glaubt, an den Auferstandenen glaubt, dann hat es auch mit Gott was zu tun, rauszukommen aus diesen Verletzungen, rauszukommen aus diesem Schmerz. Das ist eigentlich unbegreiflich, dass wir dieses Geschenk so bekommen haben. Es ist ein Geschenk und dieses Geschenk das hat ja eine Ursache. Ne? Wir kommen von Ostern her und es spricht sich immer so, Jesus ist am Kreuz für alles gestorben. Und auch dafür, das habe ich immer, ja, das weiß man. Aber was hat es mit mir persönlich zu tun? Was hat es mit der Schuld, mit meiner Schuld zu tun? Was hat es auch mit der Schuld der anderen zu tun? Ne? Petrus fragt Jesus einmal, die Geschichte ist bestimmt ja immer bekannt, Herr, wie oft muss ich vergeben? 7-mal, 70-mal, gibt unterschiedliche Übersetzungen. Ich hatte ein Kinderbuch, da war dann auch so eine Geschichte drin zwischen 2 Geschwistern, die hatten sich mörderlich gestritten und dann fragte, das Mädel war schuld und der Junge fragte die Mutti eben, nee, also jetzt ist Schluss. Immer und immer wieder habe ich vergeben und jetzt ist Feierabend. Und da erzählt die Mutti dem Jungen diese Geschichte und dann hatte der gerade so, dass er das rechnen konnte, 7-mal, 70-mal, da kam er dann auf die 490-mal. Und dann sagt er so, da verzähle ich mich ja.
Und dann war so die Konsequenz aus der Geschichte, ja, dazu ist es da. Wir sollen es nicht zählen. 490 Mal soll ich vergeben. Mal pro Tag, mal 7 Mal in der Woche. Ne? Davon aber nur die 16 Stunden, wo ich wach bin. Das bedeutet 30 Mal in der Stunde oder alle 2 Minuten. Das heißt, mit anderen Worten, vergeben ist eine Vollbeschäftigung. Also Vergebung ist ein Lebensstil. Da ist doch jemand noch ziemlich beschäftigt, einen 30 Mal in der Stunde zu beleidigen. Also ich finde es ein schönes Bild, weil wir in all den Kleinigkeiten, die uns so treffen im Laufe eines Tages, wenn wir das Leben keine große Sache draus werden lassen müssen, denn dort liegt es ja. Die Bitterkeit fängt ja immer klein an. Und dort, wo wir es jetzt als Erwachsene auch selbst in der Hand haben, ne, ist es ja unsere Entscheidung, diese Vergebung auch auszusprechen, um die Bitterkeit, die Wurzel der Bitterkeit nie erst reinkommen zu lassen. Und dann finde ich diese Rechnung schon ganz schön, dass wir es uns als einen Lebensstil angewöhnen. Wohlgemerkt, immer erstmal aber gucken, was ist hier eigentlich passiert, und das auch erstmal angucken, den Schmerz angucken und auch wahrnehmen, der hier passiert ist. Wenn wir als kleine Kinder verletzt worden sind, so mein Beispiel vorhin, dann ist es, wissen wir in aller Regel, als kleine Kinder haben wir keine Schuld dran. Viele Kinder geben sich aber die Schuld. Das ist dann wieder etwas, was wir auch auf uns nehmen, gerade wenn auch Eltern Schwierigkeiten haben, nehmen Kinder das wahr. Betrifft jetzt vielleicht auch so die Muttis unter euch, die jetzt gerade Mutti sind, Kinder, kleine Kinder, Teenager haben. Auch es passiert ja jedem, jeder, der Eltern ist, wird auch wieder seine Kinder verletzen, weil einfach im täglichen Leben die Dinge passieren, so wie wir auch verletzt worden sind. Und es gab dann so einen spannenden Moment, wo ich auch immer gesagt habe, was die Geschichte mit meinem Vati anging. Ich hatte keine Schuld, warum soll ich vergeben? Warum muss nie er? Und diese Geschichte, diese unaufgearbeitete Geschichte hat bei mir persönlich dann dazu geführt, dass ich halt mich nicht geliebt gefühlt habe und diese Liebe, die ich aber gebraucht habe, umgesetzt habe, oder die Anerkennung, die Liebe, die ich haben wollte, umgesetzt habe, dass ich ganz viel gearbeitet habe. Gearbeitet, sowohl in der Arbeit als dann auch in der Gemeinde. Und dann mal einen Zusammenbruch hatte, eine Depressionserkrankung bekommen habe, wo ich dann mich also auch gestellt habe und dort dann viel gelernt habe. Und in der Therapie selbst ist mir dann etwas klar geworden, das gebe ich immer gerne weiter. Da ging es auch um die Frage mit dem Vater. Also klar, weil dort wird ja nach Ursachen gesucht, warum arbeite ich heute so viel, dass ich gar nicht mehr einschätzen kann, wo ist Schluss? Warum mache ich das? Und dann sind wir da so dahinter gekommen, ich mache das, weil ich in meiner Kindheit so verletzt worden bin, dass ich gedacht habe, ich bin nicht geliebt. Und das Schärfste, was dann dort passiert ist, ist, dass mir dort eine Krankenschwester dann sagte, ja gut, das war's, waren Sie als Kind, aber was sind Sie denn heute? Damals war ich Anfang 30. Sie sind eine erwachsene Frau. Und was machen erwachsene Leute? Lernen die noch laufen wie kleine Kinder oder setzen die ihre Schritte selber? Die Antwort können wir uns geben, erwachsene Leute entscheiden selber, die laufen selbst. Und das war keine christliche Klinik, wo ich dort zur sechswöchigen Therapie war. Es war eine normale Reha-Klinik für psychosomatische Erkrankungen. Aber dieser Satz hat mir sehr, sehr geholfen. Ich habe eine Verantwortung. Das ist mir dort einfach nur, es war kein Arzt, es war kein Therapeut, es war eine Krankenschwester, die mir gesagt hat, Sie sind für Ihre Schritte verantwortlich. Und Sie haben es in der Hand.
Und Vergebung spielte dann dort auch eine Rolle, weil ein Therapeut auch Christ war. Aber selbst in der Psychotherapie heute, also in der ganz normalen weltlichen Psychotherapie, kommt man immer mehr dazu, dass es ja Grenzen gibt, dass Psychologen auch an Grenzen kommen, wenn sie mit Menschen arbeiten, Lebensgeschichten aufarbeiten, warum man heute bestimmte Verhaltensweisen hat, die einem nicht gut tun, wo man das meistens auch ziemlich genau weiß, dass es einem nicht gut tut, aber man auch nie rauskommt, einfach so. Und auch die Psychologen, die weltlichen Psychologen arbeiten ja auch jetzt oft damit, oder die wissen um dieses Thema Vergebung und sie empfehlen es auch, wobei sie dann eben diesen Hintergrund, dass Jesus all unsere Schuld getragen hat, den können sie nie vermitteln. Das ist die Gnade, wenn ich wirklich ein Leben mit Jesus führen darf. Ich habe all die Probleme wie alle anderen auch. Mein Leben ist echt ein Auf und Ab, auch seelisch. Ist nie bei der einen Erkrankung geblieben, gab dann noch eine. Aktuell befinde ich mich in einer Situation, das nennt man posttraumatische Belastungsstörung, wo ich auch ganz aktuell dieses Thema wieder für mich persönlich nehmen musste, weil wir im Januar einen Brand erlebt haben in dem Haus, wo wir wohnen, wo wir völlig schuldlos sind, Wohnung verloren haben und Großteil unseres Hab und Gutes verloren haben und unser Leben noch nicht wieder unter den Füßen haben. Und ich fand es sehr spannend, dass wir, die Ruth mich im Herbst ja angefragt hatte wegen Frauenfrühstück und ich dieses Thema im Herbst schon hatte. Ganz aktuell war es jetzt für mich zum Beispiel auch notwendig. Also war eine ältere Dame, die das Feuer verursacht hat. Es ist auch wirklich festgestellt, dass es ihr Versagen war und es hat mich einiges auch an Kampf gekostet, ihr wirklich auch zu vergeben, damit wir weiter können, damit ich weiter kann. Weil es gab immer so diese Momente, was hat diese Frau mir genommen? An Wohnung jetzt, also wir leben noch in der Ferienwohnung, wir haben eine neue Wohnung, wir dürfen bald einziehen. Es hängt aber so viel dran, es ist, und ich kann noch gar nicht einschätzen, es ist wie so eine Art Entwurzelung, was wir eigentlich auch erlebt haben persönlich, wenn man einen Schlag alles verliert. Ich hätte da auch beinahe noch mein Leben drin verloren, weil ich noch drin war in dem Rauch. Was hat diese Frau, also so kommt das Denken dann, ne? Ich weiß, sie kann, das hätte mir auch passieren können. Ne? Es kann jedem von uns passieren, dass man irgendwo ein Feuer auslöst. Adventszeit, ne? Es war jetzt die Nach-Adventszeit. Und dennoch war so ein hin und wieder sowas in mir. Und dann habe ich mich auch erinnert, ja, ich muss mir das angucken und ich muss mir auch angucken, was ist eigentlich das Schlimmste. Und das war schon für mich auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, das Schlimmste ist jetzt gar nicht so sehr die Wohnung, sondern dass ich plötzlich meine Sicherheit, meine Geborgenheit, das Gefühl hatte, ich habe meine Sicherheit und Geborgenheit in Gott verloren, weil ich einfach, weil es Momente gab, wo ich schrecklich alleine war, in diesem, bis die Feuerwehr mich gerettet hat. Und das konnte ich aber dann auch aussprechen. Das war ein Segen, dass ich das aussprechen konnte. Das war gar nicht, ich wusste das gar nicht so genau, sondern das war dann auch so ein Moment in der Gebetswoche, die wir in der Gemeinde hatten. Und danach habe ich gesagt, und ich entscheide mich jetzt und ich vergebe dieser Frau. Ohne dass irgendwelche Folgen geklärt sind, ohne dass, also juristisch läuft, das geht alles jetzt mich nicht an, sondern das war meine persönliche Entscheidung. Es bleibt bei der Schuld der Frau oder auch nicht Schuld, weil die Schuldfähigkeit geprüft wird, das ist aber dann nie unsere Sache. Ne? Also in dem Fall ist es auch so, dass die rechtliche Schuldfähigkeit der Frau gerade geprüft wird, weil es eventuell gar nicht, weil sie gar nicht schuldfähig ist. Die Not, der Schmerz, all das, was an Folgen kommt, ist trotzdem da. Und ich habe dann jetzt nur die Wahl, Das war in mir und das ist so das, was ich an Botschaft gerne auch mitbringen möchte. Wir spüren das manchmal. Wenn wir um die Vergebung wissen, um die, was es ist, dass Vergebung kein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung ist, wenn wir darum wissen, spüren wir sicherlich manchmal auch den Moment, wo wir das aussprechen sollten und hoffentlich auch können. Und danach, was passiert danach? Da ist nicht gleich alles gut.
da ist nie das große Gefühl da, sondern das ist einfach ein Akt des Gehorsams und eine sachliche Entscheidung. Ich vergebe, ich lasse los. Ich lasse los den Gedanken, dass ich immer wieder der Person, die mich irgendwie verletzt hat, ein Recht gebe, in mein Leben hineinzuwirken. Denn das Recht erteile ich der Person. Wenn ich die Vergebung nie aussprechen kann, das ist auch so eine Erkenntnis, die fand ich nie so prickelnd, dass ich dann da selber an mir schuldig werde, indem ich dem, der mir Unrecht getan hat, immer wieder erlaube, in meinem Leben drin rumzumehren. Mich immer wieder in Gefühle zu bringen, die ich nie haben will, mich immer wieder eventuell, wenn es eben schlimm kommt, in Verhaltensweisen zu bringen, die ich nicht haben will. Ja, ihr nickt so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und es ist nicht nach der ausgesprochenen Vergebung so, dass dann auch Beziehungen, die kaputt gegangen sind, heilen deswegen nicht von heute auf gleich. Aber Gott kann mit der Heilung, also mit dem Heilungsprozess dann beginnen. Dafür ist es wichtig, dass ich mir angeguckt habe, wo ist der Schmerz? Was muss eigentlich heilen? Ja. Es geht also nicht um die schnelle Vergebung, gerade bei so langwierigen Sachen oder ganz, ganz schlimmen Sachen. Aber wenn ich es dann konnte, und das mit meinem Vater hat im Übrigen 10 Jahre gedauert, von dem Moment an, als ich wusste, ich habe eigentlich nur die Wahl, dass ich ihm vergebe, wenn mein Leben besser werden soll, bis ich es wirklich über die Lippen gebracht habe. Und das ist jetzt eine Erfahrung von mir. Mir hilft es immer sehr, wenn ich es laut ausspreche und wenn es schwerwiegende Dinge sind, auch vor Zeugen. Damit mich andere auch mal daran erinnern können, hey, du hast vergeben. Denn es kann passieren, auch nach der Vergebung, nachdem ich es ausgesprochen habe, diesem sachlichen Akt, dass mich trotzdem die alten Gefühle wieder einholen. Weil unsere Gefühle, die heilen später. Also Gott fängt ja dann an, ne, mit der Heilung. Und wir sind Menschen. Da reicht ein kleiner Auslöser, den man vielleicht ja, von einer Sekunde auf die andere, und es geht dem schon wieder irgendwie blöd in der Angelegenheit, dass man wieder merkt, mir geht's nie gut. Dass wir dann uns erinnern können, und wenn wir das ausgesprochen haben, also Worte haben Macht, das steht auch an einer Stelle in der Bibel, ist das für mich persönlich, das muss jeder für sich schauen, ne, günstiger, als wenn ich es nur im Kopf bewegt habe. So, wenn ich es nur im Stillen gesprochen habe. Und das Zweite ist, wenn man tatsächlich einen Zeugen dabei hatte, dass der ihn auch erinnern kann, du hast vergeben und das gilt, weil das gilt, so wie Jesus am Kreuz uns vergeben hat. Das gilt. Das ist ja nie weg, bloß weil wir was anderes fühlen. Dass diese Verbindung wiederhergestellt wird. Und dass wir dann in dem Moment, wenn er sowas wieder einholt, ja, Gott das einfach auch wieder hinhält im Gebet. Jetzt ist es wieder so, dass wir also ehrlich sind vor uns selbst, uns nie belügen und Gott auch nie belügen, wenn wir die Möglichkeit haben zu beten. Und dass wir Gott zutrauen, dass er die Heilung weiter fortsetzt. Dass wir ihn bitten und dass wir es ihm zutrauen, dass Heilung weiter geschieht. Auch das ist manchmal noch ein Weg. Ne? Und da geht es um die Gefühle, nicht mehr um die Sache, sondern um das, was an Gefühlen in uns, an Gefühlschaos hinterlassen wurde. Oder wir manchmal eben auch selbst dran schuld sind, weil wir nicht schnell genug waren mit dem Thema Vergebung und fragt nie, wie oft ich wieder reinrassel. Gemeindeleitungssitzung, die Worte fliegen hin und her und ich bin empfindlich und zack, und ich bin nie schnell genug. Dann gleich, ne? Sondern da geht man nach Hause und dann überlegt man auch wieder, was wollte das, sollte denn das jetzt und was hat der denn gegen dich und so wie wir halt sind. Und da hilft mir dann auch immer selber dieses, ja, Vergebung ist ein Lebensstil. Lasst es uns praktizieren, damit die Bitterkeit keine Chance hat, groß zu werden. Die Bitterkeit wird sich nicht damit abfinden, klein zu bleiben. Sie ist damit nicht zufrieden.
nur ein kleiner Groll zu sein, sondern sie nährt sich von jedem Ärger, den wir mit uns herumtragen und kann so immer weiter wachsen, wenn wir nicht vergeben. Und ich wünsche uns, dass wir keine bitteren Menschen sind, weil Bitterkeit ist echt lebensbehindernd, habe ich so für mich erlebt. Also ich war bitter, ich war ein bitterer Mensch über viele Jahre. Und ich bin Gott sehr dankbar, das nicht mehr sein zu müssen und auch zu wissen, wir sind nie ausgeliefert, sondern wir sind die Handelnden, selbst die Handelnden. Und das wünsche ich uns für unseren Alltag, vielleicht für heute schon, wo es nötig ist, sich zu erinnern, ich habe den Schlüssel in der Hand, weil Jesus mir alles vergeben hat. Wir beten das im Vaterunser, ne? Vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der zweite Teil fällt uns eben schwerer. Aber er ist biblisch und er ist gut, gut für uns.